Abendessen, Salat mit Tomate, Gurke, Paprika, nee, ohne Paprika, aber diesmal mal mit Mais und roten Bohnen und Mozzarella. Das, was jetzt so ein bisschen bröckelig aussieht, ist eine Erdnusssoße. Und ich weiß auch diesmal gar nicht, warum das so aussieht, wie es aussieht. Normalerweise ist das schön cremig. Und bei mir ist genau das gleiche drauf, nur mit Balsamico, weil ich ja so ein Balsamico-Creme-Fan bin. Könnte ich mich ja ein bisschen reinsetzen. Das ist unser heutiges Abendessen. Momentan läuft meine Ernährung wirklich grottenschlecht. Morgens zum Frühstück habe ich keinen Appetit. Fahre auf die Arbeit. Wenn es gut läuft, vergesse ich mein Essen. Oder ich nehme es mir mit und habe keine Zeit. Und abends auf dem Rückweg halte ich irgendwo an und schiebe mir die fetten Kalorien rein. Also habe ich ungefähr 1500 Kalorien in 25 Minuten. Also so, wie es eigentlich nicht laufen sollte. Aber ich habe schon einen Plan. So, ihr Lieben, welch geiler Scheiß. Vegetarisches Gehacktes mit Pellkartoffeln, die natürlich nicht gepellt sind, mit Tomaten, Mozzarella und Basilikum. Mit sehr, sehr, sehr viel Knoblauch. Ich habe nämlich ausnahmsweise morgen frei. Und das ist mein heutiges Abendessen. Ich habe ein paar Tage irgendwie nicht gefilmt, weil ich es einfach organisatorisch nicht hinbekommen habe. Aber ich glaube, der Hund hätte auch Bock drauf. So, heute habe ich mal eine Eigenkreation gemacht. Es gibt Pilzravioli, die natürlich gekauft. Dann gibt es Hähnchen und dazu habe ich eine Frischkäse-Basilikum-Soße gemacht. Also Frischkäse quasi in Mixer, eine riesengroße Handvoll Basilikum, Pinienkerne und das alles in den Mixer. Ein bisschen Salz, Pfeffer und so ein kleines bisschen Knoblauch vielleicht. Und ich habe das Ganze einmal fleischfrei, weil ja, so viel Fleisch hatte ich nicht mehr da. Das oben drauf sind jetzt noch die restlichen angerösteten Pinienkerne. Bisschen mehr Soße. Aber geschmacklich ist das eine pure 12 von 10. Also schon ziemlich geil. So, Mittagessen ist fertig. Ich habe veganes Geschnitzeltes mit Zucchini und Paprika. Und unten drunter habe ich mir Mie-Nudeln gemacht. Genau, das ist da drunter. Und das ist das heutige Mittagessen. Bin ich extra voll beeilt. Und jetzt sagt mein Mann, er hat gar keinen Hunger. Vielleicht hat er gesehen, was es gibt. Ich weiß es nicht. So, nach einer Hunderunde durch den Wald im Dunkeln, weil mal wieder mit der Zeit nicht haushalten hätte können, ich mir jetzt hier, okay, wir lassen das. Also, es gibt Mozzarella mit Tomate auf einem Baguette-Stück, welches ich vorhin gekauft habe. Was eigentlich viel zu hart ist, aber durch das Süffige in der Tomate und dem Basilikum ist das jetzt eigentlich wieder einigermaßen gängig. Und das ist das heutige Abendessen. Wir haben vorhin auch schon Abendbrot gegessen, aber ich habe jetzt einfach nochmal Hunger. Es ist, glaube ich, jetzt irgendwie schon 21:45. Und deswegen gibt es jetzt noch eine Kleinigkeit und danach sind wir Schnäppchen-Tankjäger. Ja. Ja, dafür stehst du sogar nachts auf mittlerweile. Rein optisch ein Anflug von Moppelkotze. Muss ich gestehen, das ist der zweite Versuch, weil ich vorher vorsichtig umschrieben fast die Küche in Brand gesetzt habe, weil ich mit dem Rücken zum Herd mit Öl heiß laufend habe lassen und war sehr in eine andere Tätigkeit vertieft und habe nicht mitgekriegt, dass hinter mir kurzfristig die Pfanne sehr rauchig geworden ist. Naja, also, ach, meine Wäsche ist auch fertig. Ich muss mich jetzt auch beeilen, weil ich habe heute einen sehr straffen Zeitplan. Also übrigens Abendessen und falls man es nicht erkennt, wovon ich jetzt ausgehe, Kartoffeln mit Ei und Zwiebeln in der Pfanne gebraten. Und jetzt muss ich schnell Wäsche aufhängen, weil ich bin nämlich in Festivalvorbereitung und das wird zwar eh alles nicht trocken, aber ein Versuch ist es wert. Einen wunderschönen Samstag, Mittag mittlerweile. Es gibt Dinkelspaghetti mit einer selbstgemachten Tomaten-Bolognese und veganem Hackfleisch.
Das Ganze sehr, sehr lecker und sehr knoblauchlastig gewürzt. Das muss ich mir jetzt leider ein bisschen schneller reinhauen, weil ich nämlich gleich zur Arbeit muss. Und Abendessen. Heute gibt es arabisches Fladenbrot mit sehr viel Aioli, mit Tomate, Gurke, Schafskäse und veganem Gyros. Also es riecht zumindest sehr knoblauchlastig. Ich weiß noch nicht genau, aber es kann eigentlich nur schmecken. In diesem Sinne geht's jetzt auch los. Happy Welcome to Schmorgurken-Eintopf in the House. Gekochte Tomaten, nee, gar nicht, Moment. Also gekochte Kartoffeln, also als Pellkartoffel, angebratene Zwiebeln, angebratenes Hackfleisch, angebratene Schmorgurken und angebratene Kartoffeln mit Frischkäse, Tomatenmark, sehr viel Gewürz und 8-Kräuter-Mischung von irgendwoher aus dem Tiefkühlfach. Und das ist unser heutiges Abendessen. Es ist schon fast fertig. Wenn ich nicht ständig probieren würde, würde ich nachher auch noch eine vernünftige Portion essen. Das ist nämlich immer so mein Problem. Schmeckt dann so lecker. Und ich probiere, ich muss ja auch ein bisschen abschmecken. Also meine Sache ist ja immer, ich muss ja immer abschmecken, ne? Da bin ich eigentlich meistens schon satt, wenn es fertig ist. Ihr kennt das. So, auch wenn es gerade ganz ekelhaft schmatzt im Hintergrund, es gibt Abendessen. Das ist in Kokos mariniertes Hühnchen mit einer Gemüsemischung aus dem Aldi. Die gab es im Kühlfach. Da ist Wirsing drin, Weißkohl drin, Tomate, nee, Tomate nicht, Paprika, Möhrchen, alles, Zucchini. Dann habe ich Hühnchen angebraten, das mit Kokosnussmilch abgelöscht und ja, leider sehr viel Cayennepfeffer drin gehauen. Das heißt, Matze wird gleich böse schwitzen. Ich auch, weil ich merke schon, es ist recht warm, aber wir löschen das gleich mit einem kleinen Glas Weißwein, also intern. Und ja, dann würde ich sagen, es sieht zwar jetzt mittlerweile nicht mehr so schön aus, aber schmecken tut's, wenn man scharf mag. Ich bin gespannt. Ja, heute ist es etwas mediterran angeraucht vor allem. Scharfe Knoblauchwurst, Gurke. Mozzarella-Tomate, meine Waschmaschine ist fertig. Es ist irgendwie mitten in der Nacht im Übrigen auch. Dann habe ich hier ein paar schwarze Oliven und ein paar Peperoni. Und das ist mein heutiges, ja, Mitternachtssnackabend. Ich komme nach Hause und habe Hunger, Essen und keine Lust mehr zu kochen. Und ich habe keine Hose an. Großartig. Ja, natürlich, was machst du mit der Tankfüllung? Ja, Genau. du konntest du hier nicht auf der Autobahn, bist du 10-mal spritsparender als wie wenn du mit einmal in der Stadt fährst. Genau. Today, der ist ein Proteinpfannkuchen mit einem gebackenen Ei. Ich habe nämlich eine neue Pfanne, jetzt geht es endlich wieder rund. Dann habe ich Eierwa, wie auch immer man das ausspricht, Schafskäse, Tomate, Hier einmal mit meinen Scheißschuhen über die Wiese, Gurke ey. und Mann!